Von der Influenza geschwächt konnten dem Oberliga-Duell nur 5 Turner der WTG 1 antreten. Ein großes Polster von 11 Punkten erarbeitete sich die Gemeinschaftsriege bereits am Boden. Schur, Ackermann und Spieß konnten ihre Duelle jeweils souverän gewinnen. Am Pauschenpferd kämpfte sich Wetzgau wieder etwas heran und holte mit schweren Übungen insgesamt 7 Scorepunkte. Geturnt wurde wie in der Oberliga üblich im Scoresystem. Trotz Unterbesetzung und ungewohnter Geräteeinsätze konnte sich das Team der Gemeinschaftsriege an den Ring, dem Sprung und dem Barren dann aber sukzessive absetzen. Am Reck konnte die WTG dann sogar ihre Rekordpunktmarke knacken. Dies war unter anderem durch die hervorragende Leistung von Manu Schur möglich, der 13,65 Zähler holte. Gegen den sehr fairen Gegner vom TV Wetzgau stand es am Schluss 55:24 Scorepunkte zugunsten der WTG 1. Nichts für schwache Nerven war der Wettkampf in der Bezirksliga zwischen Heckengäu 2 und der KTV Hohenlohe 3. Das Duell glich einem ständigen Kopf-an-Kopf-Rennen, das mit viel Emotionen gewürzt war. Die Bodenwertung ging dank Adrian Dudevs hochklassiger Übung an die WTG. Das Pauschenpferd gewann die KTV und die Ringe waren recht ausgeglichen. Tobias Weckerle holte an diesem mit einem sauberen Vortrag die Tageshöchstwertung von 12,35 Punkten. Nur 1,35 Punkte trennten nun die Mannschaften zugunsten der Hohenloher. Nach dem Sprung schlug das Pendel jedoch in Richtung der Heckengäuer aus. Besonders sauber turnte der 24-jährige Leonberger Andreas Tassis dann am Barren jedes Element auf den Punkt. Nicolo Spieß gelang nach Problemen in der letzten Woche dieses Mal eine nahezu fehlerfreie Kür am Königsgerät, dem Reck. Der Endstand nach 6 Geräten betrug 277,90 zu 271,05 Punkte für die WTG Heckengäu 2. Einen wirklich starken Auftritt legte die WTG 3 in der Kreisliga gegen den TSV Schmieden 2 hin. Schon am ersten Gerät, dem Sprung, an dem aufgrund des Doppelwettkampfs mit der WTG 2 ausnahmsweise begonnen wurde, baute sich das junge Team der Gemeinschaftsriege einen achtbaren Vorsprung von fast 10 Punkten auf. Am Barren glänzte Yannick Kellenberger mit einer starken Übung, die dem Team 11,95 Punkte einbrachte und Tageshöchstwertung war. Am Königsgerät setzte die Kreisliga-Riege der WTG mit durchweg hohen Wertungen von über 8 Punkten ein Ausrufezeichen. Laurin Schwab trug mit seinen schönen Riesenfelgen und einem gestreckten Salto als Abgang 10,10 Punkte bei. Robin Renz erhielt am Boden mit einer sauberen Ausführung die Tageshöchstwertung. An den Ringen heimste Julius Hottmann mit 11,85 Zählern eine passable Wertung ein und schloss den Wettkampf. Mit 258,10 Punkten konnte sich das Nachwuchsteam im Vergleich zum letzten Mal enorm steigern.